Habt ihr auch das Problem, dass eure Benzin- und Motortemperaturanzeige nicht mehr funktioniert, dann seid ihr goldrichtig. Ich zeige euch, woran das liegt. In 99% der Fälle liegt es am 7-Volt-Regulator. Manchmal ist auch noch das Neutrallicht davon betroffen, in meinem Fall ist es aber was anderes. Aber es geht jetzt hier mal um diese zwei wichtigen Anzeigen. Obwohl ich meinen Tank voll gefüllt habe, zeigt der Füllstand bei mir leider leer an. Das ist natürlich kein Zustand, deshalb werden wir jetzt die seitliche Verkleidung abnehmen. Und dahinter befindet sich die komplette Elektrik. Da können wir dann diesen Regulator austauschen. Das unten hier ist der alte Regulator, dieses Kästchen, das ihr hier sehen könnt. Diesen werden wir gegen einen neuen Nachbau austauschen, der auch viel billiger ist wie das alte Originalteil. Denn das Originalteil kostet teilweise 200 bis 300 Euro / Dollar und das Ersatzteil, also das nachgebaute Teil, kostet um die 40 Dollar. Natürlich, je nachdem, wo man wohnt, muss man dann noch Versand und Steuern dazu rechnen. Das ist jetzt der alte Regulator, den man sieht. Und das wäre hier der neue. Spielt ja auch keine Rolle. Ich kann euch schon mal verraten, das Ganze funktioniert einwandfrei. Wie das Ganze jetzt angeschlossen wird und ob es dann auch wirklich funktioniert, das seht ihr jetzt alles in diesem Video. Und noch weitere wichtige Fakten hier zu der Elektrik und generell noch zwei spannende Tipps zum Honda Goldwing Gespann. Hier nochmal zum Vergleich die zwei Teile, links der alte, rechts der neue und noch die Abmessungen vom neuen Regulator, falls es für den einen oder anderen interessant ist. Hier seht ihr auch schon den neuen eingebauten Regulator. Keine Angst, ich zeige euch gleich, wie ich das gemacht habe. Ich wollte es nur mal vorab schon mal hier präsentieren. So sieht das Ganze dann nachher einfach aus. Stört ja auch nicht. Um das Ganze auszutauschen, müssen wir zuerst mal diese innere Schale rausnehmen. Dann kommen wir hier zu dieser Schraube hin. Die kann man per Hand öffnen und schon lässt sich der seitliche linke Deckel ganz einfach abnehmen. Haltet ihn beim Abschrauben fest, damit er euch nicht runterfällt. Sicher ist natürlich sicher, denn lackieren möchten wir nicht auch noch müssen. Und schon sind wir hier bei der Hauptelektrik der Honda Goldwing. Hier seht ihr den alten defekten Regulator. Dieses teure Teil ist leider bei mir über die Jahre halt schon kaputt gegangen. Eine ausführliche Anleitung ist beim neuen Regulator ebenso dabei. Hier seht ihr ein schönes Bild, wo sich der defekte Regulator befindet. Bei den Honda Goldwings vom Baujahr 75 bis 1977. Kann bei euch ein bisschen anders aussehen, je nachdem, was für ein Modell ihr habt, aber in der Regel funktioniert der Austausch immer genau gleich und viele oder fast alle haben so einen Regulator. Um diesen rauszunehmen, kann es sein, dass ihr so innere Metalllaschen ein bisschen reindrücken müsst vom Gehäuse. Ist aber ganz einfach zu machen. Ich habe es mit ein bisschen Gewalt einfach rausgerissen und schon hat es funktioniert. Hier seht ihr den alten Regulator. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn wegschmeißen, aber ich würde euch empfehlen, den einfach wieder in die Öffnung einzusetzen. Der stört nämlich nicht und den neuen Regulator kann man dann daran befestigen. Und wenn man mal was nachsehen will, hat man das alte Bauteil immer noch da und kann eventuell trotzdem noch ein Originalteil bestellen, falls es es noch gibt. Dann drücken wir einfach die untere Kunststoffnase rein und können den Stecker abziehen. Ganz einfach. Den neuen Regulator werden wir jetzt einbauen. Zuvor könnt ihr noch den Stromstecker hier mit Kontaktspray pflegen und reinigen, kann dann nicht schaden. Wenn ihr eh schon dabei seid, machen wir es ganz richtig. Das ist jetzt der alte, den könnt ihr entweder, wenn ihr möchtet, wegschmeißen. Ich empfehle euch aber, diesen einfach wieder in die vorgegebene Öffnung einzuführen und den neuen Regulator einfach daran zu befestigen. Dann habt ihr immer wieder mal die Möglichkeit nachzusehen, was da eigentlich verbaut war. An dieser Anleitung können wir erkennen, wie wir das Ganze anschließen müssen. Ich habe mich am unteren rechten Bild hier orientiert, da meine Kabel ein bisschen andere Farben hatten. Spielt da aber keine Rolle. Ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr den Stecker richtig in der Hand haltet. Die Lasche einfach auf der unteren Seite und schon seid ihr vorbereitet, den Stecker richtig anzuschließen. Also einfach so in der Hand halten und dann können wir unten links, wie in der Anleitung auch angegeben, am unteren Bild könnt ihr es dann erkennen. Kommt der rote Stecker rein. Dann rechts unten kommt der schwarze Stecker rein und oben dann zum Schluss nur noch der grüne. Und schon habt ihr den neuen Regulator angeschlossen. Jetzt könnten wir das Ganze zuerst noch testen, ob es funktioniert und danach noch abisolieren und anbringen und schon wäre es eigentlich erledigt. Ist doch ganz einfach für jeden zu machen.
testen wir das Ganze, Zündung ein und beobachten wir, ob sich was an der Tannenkantzeige ändert. Die Motortemperaturanzeige können wir natürlich nur im Betrieb testen, zeige ich euch aber auch gleich. So, jetzt mal kurz im Schnellvorlauf, weil das Ganze etwas langsam funktioniert bei mir. Hier seht ihr jetzt, die Benzinuhr funktioniert wieder. Also es ist nicht der Tankgeber oder sonstiges oder der Schwimmer, sondern es ist einfach nur dieser Regulator, der den Geist aufgegeben hat. Das Ganze ist natürlich einfach zu erkennen, indem auch die Temperaturanzeige defekt ist und manchmal auch das Neutrallicht. Wenn nur die Benzinuhr alleine defekt ist, kann es natürlich auch am Schwimmer und am Benzingeber liegen. Das kann man natürlich ganz einfach testen, indem man die Benzinuhr überbrückt. Wie wir sehen, das Neutrallicht hat sich jetzt bei mir nicht verändert. Es leuchtet trotzdem noch dauerhaft. Das liegt an einem defekten Neutralschalter, der sich unten am Kurbelwellengehäuse befindet. Ist ein bisschen mühsam und fummelig auszubauen, aber auch dazu werde ich noch ein Video machen. Falls es noch nicht erschienen ist, schreibt es unten in die Kommentarbox, dann verlinke ich es euch dort. Ansonsten seht ihr es hier oben rechts im Bild und auch in der Videobeschreibung. Also wie wir sehen hier, während der Fahrt funktioniert natürlich die Motortemperaturanzeige und wie schon gesehen auch die Benzinuhr. Das ist natürlich der wichtigste Faktor für mich gewesen, diesen Regulator auszutauschen. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn der Motor überhitzt und man kriegt es gar nicht mit oder man fährt sich den Tank wieder mal leer und steht an der Straße. Jetzt können wir den neuen Regulator ordentlich abisolieren und schützen vor der Witterung und damit natürlich auch die Kabel nicht aus Versehen oder durch die Vibration aus dem Stecker rutschen. Wenn wir das dann hier geschafft haben, können wir diesen alten Regulator wieder verwenden, indem wir die Kabelbinder seitlich anbringen, um den neuen Regulator daran zu befestigen. Das ist natürlich ideal, den alten Regulator können wir schön in der Öffnung einklipsen, dieser hält dann bombenfest und daran können wir jetzt unseren neuen Regulator einfach mit diesen Kabelbindern befestigen. Sieht dann ordentlich aus, es wackelt auch nichts und es kann auch nichts beschädigt werden. Ja, so sieht jetzt das Endergebnis aus. Ich denke, das ist völlig ausreichend und okay. Und wenn ihr diesen Regulator ebenfalls bestellen möchtet, ihr findet alles, was ich heute hier verwende, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es kann natürlich sein, dass dieser Regulator in der Zwischenzeit nicht mehr verfügbar ist. Wenn das der Fall sein sollte, schreibt mir bitte in die Kommentare, dann werde ich euch einen neuen Regulator dort in der Videobeschreibung und auch in deinem Kommentar verlinken. Jetzt noch kurz ein paar Eckdaten. Hier seht ihr nochmal das Bild der Elektrik mit den einzelnen Boxen, was diese bedeuten und was diese für eine Funktion haben. Hier nochmal die Anleitung, die beim neuen Regulator dabei war, sehr ausführlich und konkret. Und hier nochmal der komplette Schaltplan der Honda Goldwing Electric. Ja, dann können wir schon die Seitenverkleidung wieder anbringen. Einfach darauf achten, dass wir keine Kabel einklemmen oder quetschen, denn sonst können wir das Ganze wieder abnehmen und auf die Federsuche gehen. Dann nehmen wir die Schale, geben diese wieder ein und schließen den Deckel und schon haben wir das Ganze vollführt. Falls euch noch interessiert, wie man diese Stoßdämpfer hier austauscht, wie man berechnet, welche man überhaupt benötigt, anhand des Gewichts und so weiter und wo man diese kaufen kann, dazu werde ich auch noch ein Video machen, das verlinke ich oben rechts im Bild und unten in der Videobeschreibung. Falls es noch nicht vorhanden ist, schreibt mir in die Kommentare, dann werde ich es euch noch verlinken und einfügen. Jetzt testen wir noch das Ganze während der Fahrt und haben ein bisschen Spaß. Wenn euch das Video hier zu diesem Thema Regulator der Honda Goldwing gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis bald. Tschüss.